Das Vertrauen auf Gott und der zuversichtliche Optimismus zeichnen die russlanddeutschen Mennoniten aus. Doch wer ist diese Gruppe? Woher kommen sie und wie leben sie heute in Deutschland? Ich persönlich glaube, dass Mennoniten aus Russland ihr Vertrauen auf Gott auszeichnet. Besonders eindrucksvoll konnte ich das bei meinen Eltern, bei meiner Gemeinde sehen, wie sie ihr Vertrauen auf Gott im Alltag ausleben. Aber dort gehen sie dir vertrauen und einander in Gott spielt eine große Rolle. Beim Mennoniten spielt der Familienzusammenhang eine große Bedeutung. Deshalb haben Mennoniten auch oft ganz große Familien. Sie treffen sich zu großen Familientreffen und da gibt es oft eine große Truppe zusammen. Im Jahr 1789 nahm Russland die erste Gruppe von Mennoniten auf. Die Regierung des Zarenreichs gelobte ihnen Glaubensfreiheit sowie Befreiung vom Militärdienst und siedelte sie in autonomen Kolonien an. So konnten sie ihre Vorstellungen nahezu uneingeschränkt ausleben. Zwar stellte sich zunächst eine Zeit des Wohlstands ein, aber schon nach der Oktoberrevolution und tiefgreifender noch mit Beginn des Zweiten Weltkriegs zeichneten sich schwere Verfolgungen ab. Die Mennoniten verloren fast alle Kirchenälteste, Prediger und Gemeindehäuser. Erst Ende der 60er Jahre entspannte sich die Lage, sodass die ersten Mennonitengemeinden genehmigt wurden. Vorher waren nur Gemeinden unter dem Dach der Baptisten oder Evangeliumschristen zugelassen, sodass sich viele Mennoniten ihnen angeschlossen hatten. Anfang der 70er Jahre entstanden in Deutschland die ersten Gemeinden der Russland-Mennoniten, was eine Folge der ersten großen Einwanderungswelle war. Insgesamt zählen heute die mehr als 100 Gemeinden der Russland-Mennoniten etwa 35.000 bis 40.000 Mitglieder. Tendenz steigend. Unsere Gemeinde feiert das 40-jährige Bestehen in Bielefeld. Uns gibt es seit 1974. Mittlerweile gibt es 17 Mennoniten- und Mennonitenbrüdergemeinden in Bielefeld. Deutschlandweit sind wir mehr als 500 Aussiedlergemeinden, wobei natürlich nicht alle diesen Namen tragen. Unser Gemeindealltag besteht darin, dass wir unsere Bibel- und Gebetszeit während der Woche haben und am Sonntag unseren Gottesdienst durchführen. Zum Gottesdienst gehören Elemente wie Predigt, Chorgesang, gemeinsames Singen, Kindergeschichte und natürlich auch Zeugnisse. Dank Gottes Gnade war es uns gelungen, das Bibelseminar Bonn zu gründen, das jetzt nach 20 Jahren des Bestehens bereits viele Missionare und Gemeindemitarbeit ausgebildet hat. In Deutschland angekommen, musste das Leben wieder einmal neu sortiert und geordnet werden. Da die sowjetische Regierung seinerzeit gläubigen Deutschen das Studieren verboten hatte, arbeiteten sie im Handwerk, in der Landwirtschaft oder in der Industrie. So strebte die erste Aussiedlergeneration Berufe als angestellte Arbeiter an, nur Einzelne wagten die Selbstständigkeit. Erst die zweite Generation nahm ein Studium auf oder gründete ein Kleinunternehmen, meist im Handwerk. Es kommt nicht wirklich darauf an, dass ich möglichst viel verdiene, sondern dass die menschliche Beziehung viel mehr im Vordergrund ist. Oder die eine Frage, die mich begleitet hat, ist, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Die Russland-Mennoniten engagieren sich in Deutschland nun auch verstärkt in den Bereichen Bildung, Diakonie und Kultur. Aus einem Elternwunsch heraus initiierten sie in Lippe christliche Privatschulen, in denen heute mehr als 2300 Schüler von etwa 200 Lehrern unterrichtet werden. Um Musik und Gesang in Gemeinde, Familie und Gesellschaft zu fördern, wird das private Musikzentrum Detmold gegründet. Das Musikzentrum bietet ein breites Programm an, von musikalischer Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zu Konzerten mit Kammerchor und Popband. Mit dem Anliegen, Senioren und Menschen mit Behinderung zu betreuen, ist das christliche Sozialwerk OWL entstanden. Aus christlicher Verantwortung heraus betreuen Initiativen Suchtgefährdete und bemühen sich um die Eingliederung in die Gesellschaft. In Detmold befindet sich das bundes- und europaweit einzige Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte. Es stellt pädagogisch aufgearbeitet die 250-jährige Geschichte der Russlanddeutschen dar. Hier im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte bewahren wir die Geschichte der russlanddeutschen Mennoniten. Wir haben nach Deutschland mitgebracht große Werte wie Frieden, Freiheit und Arbeitstüchtigkeit. Und das wollen wir die Jugend weitergeben. Die drei Säulen des Mennonitentums, Gemeinde, Schule und Familie,
bilden auch für unsere Zukunft eine ganz, ganz wichtige Rolle. Sie schaffen neue Perspektiven und im Vertrauen auf Gott machen wir weiter. Ich denke, Mennonit zu sein ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Es gibt viel, worauf wir stolz sein können, denn wir sind füreinander da und helfen einander.